werden Konflikte unter Erwachsenen ausgetragen mit riesigen Wattestäbchen. Marco, wie kam es zu dieser Idee? Ja, ich habe früher sehr viel Trainings gemacht mit Schulklassen, unter anderem Floßbauprogramme, wo man mit der ganzen Klasse halt Flüsse baut. Und dort hatten wir welche fertiggestellt und dann teilt man halt so doppelseitige Paddel aus. Und da waren zwei Kids dabei, die sehr viel Energie hatten und sind dann damit aufeinander losgegangen. Also genauso zweiseitige Paddel. Und das dürfen sie halt eben nicht, weil Verletzungsrisiko zu hoch und machen die Paddel kaputt. Aber ich dachte mir, eigentlich bräuchten die das so 5 Minuten mal komplett Energie ablassen. Und große Kinder müssen das manchmal auch. Marco Kehler entwickelt normalerweise Computerspiele. Die Klopperei namens Racken ist sein Ausgleich zur Bildschirmarbeit. Wir können ja mal eine kurze Pause machen. Ich lasse Puste. Ich glaube, es war keine Minute, die wir jetzt gemacht haben. Hammer. Die XXL-Q-Tipps hat Marco selbst entworfen und gebaut. Im Kern ist eine sehr stabile Stange aus Glasfaser. Die kann sehr viel Kraft aufnehmen und dann geht von dem Kern aus immer weiter dickere Schaumstoffe, also sogenannte Verbundschaumstoffe und Kaltschäume dann, dass halt die Kraft aus allen Seiten in die Stange geleitet werden kann. Länger als 3 Minuten am Stück halten Anfänger wie ich nur selten durch. Also man muss ständig wachsam sein, um auf die Bewegung des Gegners zu reagieren. Marco, wann hat man denn gewonnen oder verloren? Man verliert, wenn man die Stange verliert, wenn man hinfällt oder aufgibt. Wenn man aufgeben möchte, dann lässt man einfach die Stange fallen. Unsere Prügelei sorgt im Stadtpark für Aufsehen. Viele wollen gleich mit einsteigen. Die Regeln sind ja auch kinderleicht. Janina und Trine haben sich spontan zum gemischten Doppel bereit erklärt. Racken steckt noch in der Entwicklungsphase. Marco ist daher oft im Stadtpark und lädt jeden ein, die Stäbe zu schwingen. Peinlich für mich, ich gebe als Erster auf und lasse meine Teampartnerin im Stich. Tut mir leid, ging nicht mehr. Sehr gut. Wie war's für euch? Das war jetzt ja nicht lang, aber ich bin am Ende. Wie ist bei euch? Das war super anstrengend. Es macht richtig viel Spaß, aber nur für eine kurze Zeit. Racken!